Guten Abend, liebe Teilnehmer aus allen Ländern. Ich bin Nadja Blust. Ich bin DAF-Lehrerin online und leite die Gruppe DAF-Lehrer online und auch die Gruppe von Schülern aus der ganzen Welt, die Deutsch lernen. Heute haben wir einen besonderen Tag und zu diesem Thema wird meine Kollegin Sheila aus Österreich berichten. Ich möchte euch auch herzlich begrüßen. Das freut mich sehr, dass so viele Leute hergekommen seid und Interesse habt. Das ist sehr schön. Dankeschön. Ich heiße Cilla. Ich komme ursprünglich aus Ungarn, lebe aber seit einigen Jahren in Österreich. Wie ich sehe, ihr kommt auch aus unterschiedlichen Ländern. Aus welchen Ländern kommt ihr denn? Heute, am 6. Dezember, hat der Nikolaus den Namenstag. Und in vielen Ländern bekommen die Leute, die Kinder hauptsächlich, Geschenke. Kennt man bei euch den Nikolaus in eurem Land? Kennt ihr Nikolaus aus Armenien? In Kolumbien ist Nikolaus unbekannt. Dann werde ich ein bisschen was erzählen. Ja, genau, heute hat er den Namenstag und alle feiern das. Wie es aussieht, doch nicht alle. Ich möchte euch bitten, wenn ihr was nicht versteht, könnt ihr ruhig fragen. Du kennst ihn, Ursula. Das ist sehr schön. In der Türkei auch, ja? Aber ich hoffe trotzdem, dass ihr was Neues erfährt. Heiliger Nikolai, ja, auf dem heutigen Abend, auf diesem heutigen Deutschunterricht, werden wir über den Nikolaus sprechen. Wir werden malen, wir werden spielen, wir werden Aufgaben machen, wir werden sogar singen. Ich wünsche euch viel Spaß. Wer ist der Nikolaus? Das ist der Nikolaus. Seht ihr? Er hat am 6. Dezember den Namenstag. Er stammt aus Kleinasien. Er lebte im 4. Jahrhundert. War Bischof von Myra. Was ist ein Bischof? Der hat einen weißen Bart, eine rote Bischofsmütze, einen roten Mantel, einen Bischofsstab und einen großen Sack mit viel Geschenken. Habt ihr schon Geschenke bekommen? Von Nikolaus heute? Ja, schreibt ihr ruhig her in den Chatraum. Ich bin neugierig. Nein, das gibt es nur für die Kinder. Ja, das stimmt. Oder nur für den Nikolaus heißen. Ah, verstehe. In Österreich, in Ungarn, in Deutschland bekommen alle Kinder Geschenke zum Nikolaustag. Ja. Ihr werdet gleich sehen, was. Wie heißt der Nikolaus in eurer Sprache? Das haben wir schon besprochen. Nikolai. In Ungarisch heißt er Nikolaus. In Österreich sagt man Nikolo. In Russisch Dietmaros, glaube ich. Habe ich das richtig? Noel Baba in der Türkei, ah? San Nicolas in Spanien, Ayos Nikolaus in Griechisch, San Nicolo in Italien, Sima Papi in Armenien, das ist ein interessanter Name, Smer Papi,
Sehr schön. Das ist der Weihnachtsmann. In Amerika, Südamerika, Mittelamerika sagt man auch Santa Claus. Noel meint Weihnachten. Okay.